Neue Panne bei der Deutschen Bahn, schon kurz nach Fahrbeginn. In Stuttgart ist ein ICE nach Mannheim auf freier Strecke stehen geblieben. Der Motor lief plötzlich nicht mehr, sagte ein Bahnsprecher. Die 450 Fahrgäste mussten über eine provisorische Brücke von Tür zu Tür in einen Ersatzzug umsteigen. Um kurze Zeit später dann die nächste Panne. Auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof fiel für anderthalb Stunden der Strom aus. Fernzüge wurden umgeleitet. Viele Reisende mussten warten oder auf die S-Bahn umsteigen.